Hier ist das gekochte Ei. Ich werde es jetzt schälen und aufschneiden. Das Ei besteht zu 90% aus Wasser und zu 10% aus Proteinen. Durch Hitze oder Säure verlieren die Proteine ihre ursprüngliche Form. Die neuen Proteinfäden verstricken sich ineinander, so wird das Ei fest. Dieser Vorgang kann aber nur ab 84,5 Grad erfolgen. Wir haben hier zwei Eier, ein rohes und ein gekochtes Ei, und man kann den Unterschied sehr gut erkennen, denn das rohe Ei dreht sich fast nicht, aber das gekochte Ei dreht sich sehr schnell. Für das Experiment schwebendes Ei müssen wir zuerst eine Salzlösung anfertigen. Danach legen wir das Ei in die Salzlösung und füllen es mit Leitungswasser auf. Das Ei schwimmt auf der Salzlösung, da die Dichte des Eis kleiner ist. Aber das Ei geht im Wasser unter, da die Dichte des Eis größer ist. Deshalb schwebt es in der Mitte. Wir haben ein Ei in Essig eingelegt und es dann 3 Tage stehen gelassen. Danach sah es so aus. Hier ist das sogenannte Bouncy Egg. Wie ihr sehen könnt, ist es sehr gummig, denn die aus Kalk bestehende Eierschale hat sich durch die Essigsäure aufgelöst. Nun ist nur noch die Eimembran da, welche im Gegensatz zur Eierschale sehr dehnbar ist. Turn all the lights on! Und so sieht die Reaktionsgleichung dieses Experimentes aus. Sie lautet: Kalk plus Essigsäure reagiert zu Calciumacetat, Wasser und Kohlenstoffdioxid. Somit ist auch der Schaum, der sich gebildet hat, zu erklären. Es ist nämlich das Kohlenstoffdioxid. Für dieses Experiment haben wir ein Stück Papier angezündet und in eine Glasflasche geworfen. Dann haben wir die Glasflasche mit einem gekochten und geschälten Ei zugedeckt. Als Folge davon wurde das Ei in die Flasche hineingezogen. Wie ist das zu erklären? Im Internet wird es meist damit begründet, dass der Sauerstoff in der Flasche verbrannt ist und deshalb ein Unterdruck entstanden ist. Dies stimmt jedoch nicht, denn bei der Verbrennung von Papier entsteht gleich viel CO2, wie Sauerstoff verbraucht wird. Der Unterdruck entsteht durch die Temperaturveränderungen. Das brennende Stück Papier erwärmt die Luft in der Flasche. Wenn die Flasche mit dem Ei abgedeckt wird, hört die Verbrennung auf und die Luft kühlt ab. Der entstandene Unterdruck zieht das Ei in die Flasche. Um zu beweisen, dass es an der Temperatur liegt, haben wir noch ein Experiment mit Hilfe von flüssigem Stickstoff durchgeführt. Flüssiger Stickstoff hat eine Temperatur von minus 196 Grad Celsius und kühlt deshalb bei Kontakt mit der Flasche die Luft darin ab. Da die Luft dann kühler ist, braucht sie weniger Platz und es gibt einen Unterdruck. Die Flasche besteht aus Plastik und zieht sich deshalb zuerst zusammen, bevor das Ei hineingezogen wird. Wir haben das Bouncy Egg in Salzwasser eingelegt, um die Osmose zu zeigen. Aufgrund der höheren Konzentration außerhalb des Eis ist Wasser aus dem Ei ins Salzwasser ausgetreten. Deshalb ist das Ei geschrumpft. Danach haben wir das Ganze umgekehrt und das Ei in destilliertes Wasser gelegt. Nun war die Konzentration im Ei größer, deshalb ist das Ei gewachsen. Um die physikalische Stabilität eines Eis aufzuzeigen, haben wir getestet, wie viel Gewicht wir darauf stellen können. Doch leider konnten wir nur 3 Kilogramm darauf stellen, da die Belastung nur auf 2 Punkte konzentriert war.
Beim zweiten Anlauf hat das Ei viel mehr Gewicht ausgehalten, da durch das Polster und den Eierbecher das Gewicht nicht nur auf zwei Punkte, sondern auf eine ganze Fläche verteilt wurde. Um das Ei zu brechen, brauchen wir ca. 9 Liter Wasser und 11 Kilogramm Bücher, eine ganze Menge Gewicht. Wir haben ein rohes Ei auf Asphalt fallen gelassen und haben erniedrigende Resultate erhalten. Das Ei nahm schon bei 5 cm Schaden und ging bei 10 cm völlig kaputt. Ein ausgeblasenes Ei hingegen hielt sogar einem Fall von 70 cm Höhe stand. Dies liegt daran, dass die Masse viel kleiner ist und deshalb mit viel weniger Kraft Richtung Boden gezogen wird. Schließlich haben wir noch ein rohes Ei auf Gras fallen lassen und es ging bis 2 Meter nicht kaputt. Dann haben wir es übertrieben und es über ein Gitter von 4 Meter Höhe geworfen und es ging kaputt. Insgesamt jedoch federte das Gras den Fall des Eis ab und verteilte so die Kräfte auf das ganze Ei. Deshalb ging es viel weniger schnell kaputt als das rohe Ei.